Anfang des 19. Jahrhunderts reist ein Geiger quer durch Europa. Niccolo Paganini. Er erobert die Konzertsäle und feiert Triumphe. Man glaubt, der Teufel führe ihm die Hand. Die Wahrheit über seine einzigartige Virtuosität nimmt Paganini mit ins Grab. Mit Haar- und DNA-Analysen will die Wissenschaft nun versuchen, das Geheimnis um Paganinis legendäre Hand zu lösen. Die Hand, die ihn zum Teufelsgeiger machte. Erbstücke und Dokumente von unschätzbarem Wert. Zwei Urenkel von Niccolo Paganini öffnen jetzt erstmals ihr Familienarchiv. Die Brüder Stefano und Andrea wollen alten Legenden und Gerüchten auf den Grund gehen. Seit dem unerwarteten Tod ihres Vaters lasten sie wieder schwer auf der Familie. Starb ihr Vater vielleicht am Marfan-Syndrom? Der Krankheit, die man auch Niccolo Paganini zuschreibt. Sie kann zu Riesenwuchs führen. Bilder aus dem Familienarchiv zeigen Paganini als großen Mann. Ein Foto, aufgenommen bei einer Exhumierung, belegt die besondere Länge seiner Finger. Paganini war groß. Er hatte sehr lange Arme, große, sehr knochige Hände und lange Finger. Das befähigte ihn, völlig anders Geige zu spielen als alle anderen Geiger seiner Zeit. Paganini hatte alle typischen Symptome des Marfan-Syndroms. Und so entstand wohl die Vermutung, er könnte daran auch gestorben sein. Nach dem frühen Tod unseres Vaters haben wir uns dann gefragt, ob auch wir vielleicht von dieser Krankheit befallen sein könnten. Deswegen haben wir beschlossen, unser Blut auf diese Krankheit hin untersuchen zu lassen. Das Institut für Humangenetik an der Universitätsklinik in Hannover. Hier soll das Blut der Urenkel Paganinis analysiert werden. Die Wissenschaftler vermuten den Schlüssel zu Paganinis Geheimnis in einem genetischen Defekt. Sollte die DNA der Urenkel Hinweise auf diesen Defekt enthalten, wäre das eine wissenschaftliche Sensation. Wenn wir jetzt Nachkommen von Paganini untersuchen und bei denen eine Mutation im Fibrillin-1-Gen finden würden, dann könnte man daraus den Rückschluss ziehen, dass dieses mutierte Fibrillin-1-Gen sehr wahrscheinlich von Paganini stammt. War Paganini am Marfan-Syndrom erkrankt, dann hat er die Genmutation mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% an seinen Sohn vererbt. Diese wieder mit 50% bis in die sechste Generation. Es bestehen also Chancen, die Krankheit im Blut seiner Urenkel nachzuweisen. An der Hand eines Marfan-Patienten ist typisch die Spinnenfingerigkeit. Als klinisches Kriterium dafür gibt es das positive Daumenzeichen und das Handgelenkszeichen. Beim Daumenzeichen handelt es sich darum, dass man beim eingeschlagenen Daumen und zusammengefalteter Faust dieses Daumenendglied hier über der lateralen Handkante hinausragt. Man sieht also in diesem Zustand hier das Endglied des Daumens. Er kann den Daumen so weit nach links strecken, dass er ihn um den kleinen Finger biegen kann. Er bewegt die Hand im Gelenk so, als hätte er weder Muskeln noch Knochen. Für seine Zeitgenossen war das, was Paganini mit seiner Hand auf der Geige vollführte, etwas völlig Unbekanntes. Nicht wahr? Oder auch etwas damals im wörtlichen Sinne Unerhörtes. Wenn er sich selbst begleitet mit